Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Transferzeugens. Heute geht es weiter in der VfB aus Stuttgart. Die Stuttgarter als Aufsteiger sehr gut reinkommen in die neue Saison, viele Spiele gewonnen, extrem guten Fußball, den sie zeigen mit den vielen, vielen jungen Spielern auf dem Platz stehend. Überzeugen sie bislang sicherlich jedes andere Team in der Bundesliga und auch viele, viele Fans. Und wir gucken darauf, welche Transfers eigentlich der VfB so getätigt hat, welche Spieler sind gekommen, welche Spieler können schon überzeugen, vielleicht brauchen wir noch welche ein bisschen. Und vor allem natürlich geht es darum, welche Note bekommt der VfB, bekommt Sven Mislintat für seine Arbeit als Sportdirektor für die Transfers. Das alles hier im Video. Und beginnen tun wir mit der Bewertung der einzelnen Transfers. Es gab 4 Neuzugänge mit Valdemar Anton, Konstantinos Mavropanos, Momo Sissé und Nauru Ahamada. Wie auch noch die Verpflichtung von Gregor Kobel, Stenzel und auch Endo, der jetzt ja schon als Leihspieler mit dabei war. Die 3 habe ich mit dabei getan, weil eben in diesem Sommer beim VfB zentral wichtig war, diese Leihspieler zu halten. Dann gab es noch ein paar Kaderergänzungen, die 4 oben genannten. Zum einen Valdemar Anton. Mit Gregor Kobel zusammen der teuerste Transfer im Sommer, 4 Millionen Euro gekostet, von Hannover 96 gekommen, ein ja schon Zweitliga- wie auch Bundesliga-erfahrener Innenverteidiger, trotzdem noch jung, mit Potenzial nach oben und sicherlich ein ja, Spieler, der sehr, sehr gut reinpasst im VfB. Beim VfB ist ja die Dreierkette, respektive Fünferkette, das zentrale System oder ein zentraler Aspekt im System von Trainer Matarazzo. Und Anton ist einfach ein Verteidiger, der sehr, sehr gut in der zentralen Position der Dreikette funktionieren kann, aber eben auch beide anderen Positionen bekleiden kann. Sprich, ein Spieler, der dem VfB auch direkt weiterhelfen kann. Man wollte ihn unbedingt haben, man hat ihn bekommen, weil Waldemar Anton bislang mit ein paar Spielen auf jeden Fall schon von Anfang an noch mit dabei gewesen, da mal kurz letzt gewesen, so komplett durchsetzen konnte er sich noch nicht. Liegt zum einen daran, dass der VfB einfach dort ohnehin schon gut besetzt ist. Man hat wirklich viele, viele Alternativen und Anton durch die kleine Verletzung ein bisschen zurückgeworfen wurde. Ich bin gespannt, in welche Richtung es dort geht. Aktuell bin ich dort noch bei einer 3, weil er eben für die VfB-Verhältnisse schon teuer war. Dafür halt bislang noch nicht komplett überzeugen kann, aber ich glaube, Anton kann auch ein wichtiger Faktor werden. Bislang ist er bei mir aber erstmal noch bei einer 3. Kommen wir zu Konstantinos Mavropanos, auch er ein Innenverteidiger. Letztes Jahr Zweitliga gespielt für den 1. FC Nürnberg, das auch durchaus erfolgreich in diesem Jahr nun ausgeliehen worden von Arsenal zum VfB in die erste Fußball-Bundesliga. Bei Mavropanos ist natürlich die Gegebenheit ähnlich wie bei Valdemar Anton. Auch er logischerweise als Innenverteidiger große Konkurrenz auf seiner Position. Da sind aktuell einfach andere Spieler eher gesetzt in der VfB-Dreierkette und deswegen muss sich Konstantinos Mavropanos aktuell noch hinten anstellen. Auch dort bin ich bei einer 3, bei einer glatten 3, weil man dort auch einfach sagen muss, Mavropanos hat sicher das Potenzial, dem VfB in der ersten Liga extrem weiterhelfen zu können. Aktuell muss er sich noch hinten anstellen, aktuell ist die Konkurrenz einfach etwas zu groß, damit er Stammspieler ist. Aber an sich, der Transfer für die Breite erstmal extrem gut, finanziell auch extrem gut. Somit konnte man da gar nicht mal so viel falsch machen, wenn er seine Leistung von Nürnberg bestätigen kann. Wenn ich sogar noch gar verbessern kann, ist es ein richtig guter Transfer. Er muss es eben nur noch zeigen und ansonsten ist das wirklich ein kluger und cleverer Transfer gewesen. Momo Sissé, ein Rechtsaußen aus Frankreich von Le Havre, B gekommen, ablösefrei, kam zum VfB und bislang würde ich mal sagen, nicht zu bewerten. Noch kein richtiges Profispiel, hat erst mal ein paar Minütchen gehabt vor ein paar Wochen im Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Bei Momo Sissé muss man aber auch ganz klar mal sagen, der VfB hat viele, viele junge Spieler im letzten Jahr geholt, in diesem Jahr noch einmal geholt. Da ist natürlich auch logisch, dass auch nicht jeder spielen kann. Klingt ein bisschen banal, ist aber ja so. Wenn wir uns zum Beispiel an Tanguy Koulibaly angucken, der letztes Jahr in der zweiten Liga nahezu keine Rolle gespielt hat, mittlerweile ist er fast Stammspieler. Ich denke mal, in eine ähnliche Entwicklung kann Momo Sissé gehen und auch nehmen, aber es braucht einfach extreme Zeit bei Momo Sissé, bis er vielleicht diese Entwicklung nehmen kann. Deswegen glaube ich, war es ein cleverer Transfer, ablösefrei, junges Talent aus Frankreich, rechts außen, schneller Mann, flexibel, einsetzbar. Warum nicht? Er braucht einfach noch ein bisschen Zeit und dann werden wir mal sehen, ob er sich auch endgültig durchsetzen kann. Und bei Nauru Ahamada ist es eigentlich ähnlich. Bei ihm ist es ein bisschen anders vom Transfer her. Er ist eine Leihgabe von Juventus Turin, dort aus der U23 gekommen, dort auch schon eine gute Rolle gespielt. Jetzt also erste Bundesliga für den VfB und bislang eher nur für die zweite Mannschaft eingeplant. Ich denke mal, bei ihm ist es ähnlich wie Momo Sissé. Der braucht einfach noch ein bisschen. Erste Liga ist dann schon ein sehr, sehr großer Sprung und auch der ist jetzt endgültig noch nicht zu bewerten. Kommen wir nochmal zu Gregor Kobel, Pascal Stenzel und Keito Endo. Das sind ja diese 3 besagten Spieler, wo ich gesagt habe, Leihverpflichtungen, Festverpflichtungen waren in diesem Sommer der zentrale Aspekt. Auch der VfB hatte jetzt nicht Geld ohne Ende zur Verfügung. Deswegen, aber halt im Anton war natürlich mit 4 Millionen schon relativ teuer und zudem wollte man einfach Kobel als Keeper behalten und wenn
dass sich möglicherweise mal noch einen weiteren Keeper holen müssen. Man wollte Pascal Stenzel wie auch Endo fest verpflichten. Das hat alles in Summe relativ viel Geld gekostet. Gregor Kobel 4 Millionen Euro, dann haben wir noch Endo mit 1,7 Millionen Euro und Stenzel mit 1,3 Millionen Euro. Sprich, die drei zusammen 7 Millionen plus Anton sind knappe 11 Millionen, die der VfB investiert hat. Viel mehr war auch nicht möglich. Trotzdem dafür sehr, sehr gute Transfers. Kobel, die Klasse Nummer 1, der sich auch extrem wohlfühlt beim VfB. Pascal Stenzel, für mich ein unterschätzter Bundesligaspieler, der eine richtig gute Rolle einnimmt, der auch ein Führungsspieler ist. Und Endo, Wahnsinn, was der auf der 6 spielt, kann auch etwas defensiver agieren. Wirklich ein ganz, ganz starker Transfer im letzten Jahr schon gewesen, in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und deswegen finde ich, muss man da ein großes Lob aussprechen für den VfB. Man merkt auch einfach, was das für eine Truppe ist auf dem Platz. Die haben Spaß zusammen, die wollen was zusammen erreichen. Das hat ja auch schon mal Gregor Kobel unterstrichen. Deswegen hat sich auch Kobel zum Beispiel gegen Wechsel zu Hertha entschieden. Und für den VfB, ich glaube, mit dieser Truppe ist wirklich viel drin. Deswegen kann man diese Transfers extrem gut bewerten. Kobel für mich eine 1, Stenzel eine 2, Endo eine 1, weil einfach Kobel und Endo perfekt sind. Und bei Pascal Stenzel muss man sagen, da kann leistungsrechtlich noch ein bisschen mehr kommen, aber trotzdem wirklich ein kluger und cleverer Transfer für den VfB aus Stuttgart. Und nun kommen wir noch zur Gesamtnote und die liegt, wenn wir alles zusammenrechnen, durch die Anzahl der Transfers bei einer glatten 2. Erst einmal, der Faktor lag auch diesmal wieder auf junger Spieler und natürlich auch offensiv ausgerichtete Spieler. Natürlich ist es jetzt ein bisschen schwierig zu sagen bei Verteidigern, aber auch bei denen merkt man ja, Waldemar Anton, ein super Aufbauspieler, auch Mavropanos hat da seine Stärken. Im Spiel nach vorne sind auch solche extrem wichtig. Ansonsten noch weitere gute Spieler geholt. Man hat mit den Leihspielern drei ganz wichtige Faktoren fest verpflichten können mit Kobel im Tor, mit Endo, mit auch Pascal Stenzel, wodurch diese gewisse Achse der zweiten Liga auch in der ersten Liga noch besteht. Es sind auch jetzt mittlerweile Spieler gesetzt, die im letzten Jahr in der zweiten Liga noch nicht die ganz große Rolle gespielt haben, auch aufgrund von Verletzungen. Gucken wir uns Kalajdzic an, der richtig gut reinpasst. Ein Koulibaly habe ich schon angesprochen, mittlerweile auch nahezu auch Stammspieler. Das sind Leute, die im letzten Jahr noch gar nicht so gut funktioniert haben. Wie gesagt, bei Kalajdzic lag es eher an Verletzungen und jetzt wirklich wichtige Faktoren sind. Und man merkt einfach, die Transfers des VfB sind bedacht, sind klug, sind clever, sind aber auch gewagt. Weil es nahezu nur junge Spieler sind. Wenn es funktioniert, so wie jetzt, macht es enorm Spaß. Dann passt das mit Trainer, Team und Sportdirektor sehr, sehr gut zusammen. Wenn es nicht funktioniert, kann es auch mal schnell bergab gehen. Aber aktuell läuft es, aktuell sehe ich eine super Entwicklung. Deswegen braucht es auch keine Transfers. Denn beim VfB ist für mich und sicherlich auch für alle anderen in diesem Jahr das einzige Ziel, den Abstieg zu verhindern. Und mit der Truppe, wenn man genauso weitermacht, wird das auch vollkommen drin sein. Im nächsten Video geht's dann weiter mit Eintracht Frankfurt, Mainz 05 oder Bayern 04 Leverkusen. Du weißt, wie es geht. Gerne abstimmen für dein Team, was drankommen soll. Einfach den Kommentar von deinem favorisierten Team liken und dann kommt das als nächstes dran. Aber keine Sorge, alle Bundesligisten kommen dran. 6 haben wir noch mit Frankfurt, Mainz, Leverkusen, dann noch Schalke, Dortmund und Bayern, die natürlich auch noch kommen werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lass gerne ein Abo und ein Like, würde mich sehr darüber freuen. Mach's gut, ciao und bleib am Ball.